Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst, denn wir wollen heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über Vertrauen und warum wir für Vertrauen auch Mut brauchen. Denn egal ob in Freundschaften, Partnerschaften oder auch im Beruf, Vertrauen ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von unseren sozialen Beziehungen. Und da wir eben soziale Lebewesen sind, treten die natürlich tagtäglich auf. Vertrauen ist auch ein grundlegender Baustein in unserer Gesellschaft. 65% der befragten 12- bis 25-Jährigen sagten aus, dass es ihnen außerordentlich wichtig ist, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, der man vertrauen kann. Doch besonders dieses so super wichtige Vertrauen in unserer Gesellschaft, der ja wie so als sozialer Kitt funktioniert, lässt sich teilweise nur schwer aufbauen oder ist schnell verloren gegangen, wenn mal eine brisante Situation aufkommt. Wie genau schaffen wir es also, mehr zu vertrauen, und was genau definiert Vertrauen eigentlich? Dazu erstmal vorab, der Begriff Vertrauen ist ganz alltagssprachlich und betrifft inzwischen sämtliche Lebensbereiche. In Interaktionen mit Freundinnen, PartnerInnen, Gruppen, sozialen Netzwerken und aber auch Organisationen in der Familie, Schule, Medien, der Arbeit, aber besonders auch das Vertrauen in sich selbst, ist dieses Thema überall präsent. In der Psychologie gibt es je nach Situation, Beziehung, Persönlichkeit und Schwerpunkt ganz verschiedene Definitionen von dem Begriff Vertrauen. Es ist aber ganz zusammengefasst zukunftsbezogen, beruht aber zugleich auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also Vertrauen beruht ja immer darauf, dass wir in etwas vertrauen, was wir so noch nicht wissen. Und ob wir vertrauen können, basiert auf den Erfahrungen aus unserer Vergangenheit. So wollen wir zukünftigen PartnerInnen vertrauen, oder auch Vertrauen lernen, aber aufgrund von vorangegangenen Ergebnissen sind wir zum Beispiel vorsichtiger geworden. Außerdem hat Vertrauen auch etwas mit so einer Wahrheit zu tun, also mit dem Verzicht auf Kontrolle, da es ja häufig um das Verhalten anderer geht, auf das wir vertrauen, außer es geht ganz konkret um das eigene Selbstvertrauen. Und dementsprechend machen wir uns durch diese Wahrheit, wenn wir vertrauen und dann auf das in Anführungsstrichen für uns richtige Verhalten anderer hoffen, natürlich auch verletzbar. Das heißt, Vertrauen bedeutet oft, eine risikoreiche Wahl zu treffen, also etwas zu wählen, was mit einem Risiko verbunden ist und eventuell negative Konsequenzen haben könnte. Und deshalb fällt uns Vertrauen nicht immer so einfach. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann ist das natürlich auch der Grund, warum wir Mut brauchen, um vertrauen zu können. Denn Mut bedeutet immer, in eine Situation reinzugehen, die durch irgendein Risiko beschwert ist. Neue Studien zeigen, dass sich vergangene Erfahrungen auf unsere Bereitschaft zu vertrauen auswirken können. So können Konflikte oder auch Enttäuschungen mit unseren bisherigen Vertrauenspersonen dazu führen, dass wir diesen Vertrauenspersonen das Vertrauen entziehen und auf andere Menschen übertragen. Auf wen wir das dann übertragen, hängt dabei von dem Umfeld ab, in dem wir enttäuscht wurden. Manchmal kann es sein, dass wir bei einer Enttäuschung in der Partnerschaft eher das Vertrauen in unsere Familie stärken oder aber den Arbeitgeber. Und umgekehrt funktioniert es genauso. Wurde das Vertrauen von beispielsweise der Politik enttäuscht, vertraut man eher in Partner, Kinder, Eltern, also familiäre Kontexte. Was ist denn wichtig, damit wir vertrauen können? Und da kommen wir mal wieder zu einem ganz wichtigen Bestandteil, nämlich das Thema Kommunikation. Auf der Grundlage von Kommunikation kann sich Vertrauen entwickeln. Das gilt sowohl für berufliche als auch für private Angelegenheiten. Kommunikation ist nicht nur die Ursache, sondern auch die Wirkung des Vertrauens. Das ist das Spannende daran. Vielleicht kennst du das auch. Je besser ich kommuniziere, desto mehr vertraue ich. Und je mehr ich vertraue, desto mehr kommuniziere ich aber auch mit diesen Menschen. Wichtig finde ich auch zu sehen, dass Vertrauen keine Alles- oder Nichts-Entscheidung ist. Also du musst nicht 100% vertrauen oder gar nicht, sondern du kannst auch Vertrauen langsam aufbauen. Es entwickelt sich eben auch langsam und beeinflusst so auch, wie wir Menschen wahrnehmen. Also aus einer Person, die vielleicht verschlossen ist, wird so
durch dieses langsame Aufbauen von Vertrauen, zum Beispiel ein treuer Partner oder eine treue Partnerin. Irgendwo darf Vertrauen allerdings beginnen, weshalb wir in Interaktionen mit anderen Menschen einen gewissen Vertrauensvorschuss gewähren sollten. Und das braucht Mut. Schließlich können wir dabei positiv, aber eben auch negativ überrascht werden. Und durch diesen Vertrauensvorschuss öffnen wir uns der anderen Person, wodurch im besten Fall dann eine engere Bindung entstehen kann oder generell erstmal eine Verbindung. Und die nächste Vertrauensstufe kann sozusagen freigeschaltet und erreicht werden. Wichtig, keine Sorge, wenn du es nicht immer einfach findest, zu vertrauen. Blindes Vertrauen kann ja tatsächlich sehr riskant sein und eine gesunde Portion Vorsicht oder vorsichtig sein ist jederzeit sinnvoll. Das gilt vor allem dann, wenn viel auf dem Spiel steht. Also wenn du vielleicht bei einer beruflichen Sache etwas einfach nochmal schriftlich haben möchtest, obwohl du einer Person vertraust, ist das total in Ordnung und auch vollkommen richtig. Wir machen als Menschen gerne den Fehler, Vertrauen zu generalisieren. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit in einer Beziehung jeglicher Hinsicht einmal enttäuscht wurden, dann sind wir zukünftig besonders auf der Hut. Und das ist normal. Schließlich findet ja dieser Lernprozess statt, dass Vertrauen auch auf Basis unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit gebildet wird. Sollte dich dieses Misstrauen, diese Vorsicht aber stören oder auch einschränken, versuch mal Folgendes. Mach dir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst. Was ist an deiner neuen Beziehung oder dieser neuen Situation ähnlich zur alten und was ist neu? Und mit was für einem Menschen bist du hier gerade zusammen und warum erwartest du, dass dieser Mensch sich genauso verhält wie der Mensch zuvor? Es hilft nämlich oft, sich die Dinge einmal rational bewusst zu machen und tatsächlich zu schauen, wovor mache ich mir denn gerade oder wovor habe ich Angst, worum mache ich mir Sorgen, weil so kannst du deinen eigenen Vorurteilen besser gegenübertreten, weil du ihm bewusst wirst und vielleicht auch herausfinden, welche Glaubenssätze dahinter stecken. Also wenn wir das jetzt mal auf einen partnerschaftlichen Kontext beziehen, dann hast du vielleicht so einen Glaubenssatz wie alle Männer oder Frauen sind doch gleich und dadurch entsteht diese Übertragung des Misstrauens von einer auf die andere Person. Und wenn wir uns dann bewusst machen, was diese Menschen unterscheidet, fällt es uns auch manchmal wieder leichter, Vertrauen zu fassen. Durch positive Lernerfahrungen wirst du natürlich merken, dass sich dein Vertrauen wieder aufbauen und entwickeln kann. Auch hier sei dir bewusst, das ist ein allmählicher und langsamer Prozess. Du musst nämlich nicht all deine Befürchtungen direkt über Bord werfen, aber du solltest deine Befürchtungen und Zweifel in Anbetracht der Lage ganz sachlich darstellen und abwägen. Also wirklich versuchen, deine Zweifel oder dein Misstrauen zu reflektieren. Solltest du Probleme haben, in dich selbst zu vertrauen, probiere es auch hier mit der Lernerfahrung aus. Mach dir bewusst, was hast du bis jetzt erreicht und wie hat sich das ganz positiv auf dein Leben ausgewirkt? Oder wo warst du vielleicht schon mal mutig und wo hat sich das Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten tatsächlich ausgezahlt? Oft ist uns nämlich durch unseren inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, die ja häufig besonders laut reden, nicht bewusst, was wir alles schon geschafft haben. Und wenn wir uns das einmal bewusst vor Augen führen, können wir auch Stolz empfinden und auch wieder Selbstvertrauen aufbauen. Also es lohnt sich, mutiger zu sein und mehr Vertrauen aufzubauen. Ich hoffe, dass du ein paar Tipps in dieser Folge dazu finden konntest. Und freue mich, wenn du auch gerne mal bei Instagram vorbeischaust. Da starte ich nämlich eine kleine Umfrage zum Thema Mut und möchte mal von euch wissen, wie das denn mit dem Mut bei euch ist und stelle euch unter anderem ein paar Fragen wie, was denn Mut für dich bedeutet, wann du dich schon mal mutig gefühlt hast und vielleicht einen Neustart gewagt hast oder wo du Vertrauen in andere Menschen gesteckt hast. Da könnt ihr anonym eure Erfahrungen teilen und auch die Erfahrungen anderer Menschen lesen und das finde ich immer sehr, sehr schön. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderbaren Tag. Freue mich, wenn du auch nächste Woche Donnerstag wieder beim Podcast mit dabei bist. Und bis dahin alles, alles Gute, mehr Mut für mehr Vertrauen. Share and grow, deine Muriel.